Märchen schreibt die Zeit immer wieder wahr. Eben kaum gekannt, dann doch zugewandt, unerwartet klar. Wandel nur zu zweit, ehe es sich erschließt, beiden war so bang, beide ohne Zwang, die Schöne und das Biest. Ewig wie die Zeit, ewig und beredt, ewig altbekannt, ewig imposant, wie die Sonne. Märchen schreibt die Zeit, es ist ein altes Lied, bittersüß verwirrt, einsehend, dass man irrt und auch mal vergibt, wie das Licht der Sonne. Sich ergießt, Märchen schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest. Märchen schreibt die Zeit in des Dichters Kleid, die Schöne und das Biest. Alexandra, wie schön. Danke. Wir sind jetzt alle in einer anderen Welt, in einer guten Welt. Sag mal, Marc, hm? Welches Doppelstuhl hast du das gewidmet eigentlich? Der Schöne und der Biest? Die Schöne und das Biest? Ja. Der Schöne, Finne und das Biest, ist doch ganz klar. Habe ich dich gefragt? Nein. Na, dazu möchte ich mich jetzt natürlich nicht äußern. Ich finde, ihr alle meine Mitcoaches seid alle die Schöne. Ach, Biester. Vor allen Dingen, wer hier am allerschönsten war, finde ich, ist diese junge Dame hier auf der Bühne. Absolut. Vielen Dank dir. Es freut mich wirklich ganz aufrichtig. Du bist hier auf diese Bühne gekommen, hast dieses Lied gesungen und hast alle sofort verzaubert. Und wir saßen alle da und dachten, oh, wie schön. Und es gibt nichts, also ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch was einfällt, was man daran kritisieren kann. Es war einfach so, wie es war, schön. Also Marc, es war der vorletzte Auftritt in deinem Team. Du hast jetzt viele Wechsel hintereinander gehabt, uns überrascht. Was passiert jetzt? Wie immer, ich weiß nicht, was ich machen soll, stammel rum und dann irgendwann black ich out. Ja, weiß nicht. Sag was. Ja, Mann. Hot Seat, ja oder nein? Ja, ich bin stolz auf dich, Alexandra, wie du das gemacht hast. Und ich hoffe, du bist es auch auf dich, weil das war großartig. Aber die beiden, die da oben sitzen, sehe ich noch ein bisschen stärker und eher in den Live-Shows. Aber trotzdem bin ich ein Riesenfan. Alles in Ordnung. Vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank euch. Standing Ovation für dich. Alexandra Jörg.